Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn ja, die letzte Folge war das Finale. Tatsächlich haben wir Tannenberg zurückerobert. Ich schaue gerade aus der Burg, aus dem Fenster raus auf unser Land. Wir sind der Sohn von Herrn Ratzig, also Papi, ne? Und ja, das Spiel ist noch lange nicht vorbei, tatsächlich nicht. Auch wenn die Endcredits da waren, haben wir tatsächlich noch ein bisschen was zu tun. Und ich freue mich drauf. Ich werde auch hier und da vielleicht einen Mod ausprobieren und bin schon ganz aufgeregt. Das ist meine Suite. Ich weiß nicht, warum mit zwei Betten drin stehen, aber ja, hier wohne ich jetzt. Das ist jetzt mein heiliges Bett. Denn ich bin ja auch der Sohn von Herr Ratzig, ne? Wir haben noch Dietrich hier, wir haben noch ganz viel Kram. Wir haben noch viel zu erleben. Und wir müssen noch stinkereich werden, obwohl wir eigentlich schon adelig sind, ne? Gut, ich soll zum A. Und das mache ich jetzt. Wir gehen spazieren durch unser Tallenberg. Es läuft ein bisschen ruckelig auf einmal. Ich verstehe nicht ganz warum, aber so ist es manchmal. So. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall. Wow, mega. Ist das meins? Nein, ne? Eigentlich ist es meins. Ich bin hier der Chef. Gut, ich spaziere ganz gemütlich mit euch zum A. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da machen sollten. Warum? Ich könnte es ja mal ganz schnell nachlesen. Epilog. Inchman Tortooth ist zwar fort und seine Männer haben sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut, aber es gibt noch viel zu erklären. Begib dich tagsüber zur oberen Burg und trifft dort Markgraf Jobst. Genau, die kam ja noch angeritten. Essen muss ich nicht, das sehe ich an den Schweinekopf da unten. Wir sind nämlich total überfressen. Und ich laufe mein Volk, keine Ahnung. So, wir können noch reiten, ich will aber laufen. So, dazu. Und betrachtet meine Waren. Zu dem ganzen Kladderadatsch, den wir jetzt gerade machen, dass ich jetzt mal zum Herr Jobst gehe, gibt es natürlich auch noch Nebenmissionen en masse. Ich will auf jeden Fall ganz viel noch machen und ganz viel noch mitnehmen, weil das Spiel viel zu schade ist. Ich bin ja am Ende so ein bisschen durchgerusht, ja, aber ich wusste ja, dass am Ende noch nicht alles zu Ende ist. Am Ende noch nicht alles zu Ende. Oh, du siehst aber adelig aus, Bürgerin. Da müssen wir doch direkt mal eine Runde flirten. Na gut, mit der ist nicht flirten drin. So. Die obere Burg wartet auf uns. Ist das schön, ne? Wie gesagt, viel zu schade, jetzt einfach aufzuhören, nur weil man durchgespielt hat. Es gibt noch so viel zu entdecken. Wir haben tatsächlich nicht mal die ganze Map aufgedeckt. Na, hier sind noch Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Hinter Ratei, bei Neuhof oben. Hier ist wahrscheinlich noch ordentlich was. Na, also wir können ordentlich noch entdecken. Und noch viele, viele Kämpfe kämpfen. Mit mehr oder weniger schweren Gegnern. Oh, Cutscene. Bin ein bisschen müde. Ich habe gerade mit dem Pappnase über 7 Stunden A Way Out aufgenommen. Geniales Spiel. Schaut euch das an auf meinem Kanal. Kommt jeden Tag um 13 Uhr. Wir haben es komplett durchgespielt. Geniale Story. Geniale Spielmechanik und ach, einfach toll. Ah, Heinrich. Gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Ja, was will der von mir jetzt? Ich sag mal, die Endcredits liefen schon. Hat der Entwickler da wirklich noch Missionen rausgehauen? Das wäre ja irre. Es lädt auf jeden Fall sehr lange. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Euer Gnaden? Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König?
Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt! Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund.
Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch erging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, Euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Aber der kann doch nicht lesen und schreiben. Der Herr. Boah, was ein Dialog. Und ich verstehe noch nicht ganz, worum es geht. Begib dich tagsüber in den oberen Burg und triff den Markgraf Jobst. Hab ich erledigt. Aufgepasst, sprich mit deinem Vater. Er ist als tot, Herr nein. Herr von Leipa. Ganz recht, Markgraf. Was genau soll ich schreiben? Wo ist Papi? Da. Nicht was, sondern eher wie ist die Frage. Was hältst du von all dem, Herr Divisch? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann sind wir schon zu zweit. Würde ich Jobst nicht kennen, hätte ich ihm ohne weiteres geglaubt. Aber ich habe schon zu viele Geschichten über ihn gehört. Okay, komm. Ich ebenso. Aber ich glaube auch, dass er die besten Chancen hat, alles ins Lot zu bringen. Warten wir ab, was wir von Bergo erfahren. Wenn die Herrenvereinigung auf Sigismunds Seite steht, sind unsere Möglichkeiten ohnehin begrenzt. Warten wir ab. Warten wir ab. Okay, jetzt können wir bestimmt reden, ne? Gut. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Aber ich bin doch du auch musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Ruprecht vor der Pfalz, was? Das war alles.
Man muss nicht dumm und dämlich verfüllen. Nun gut, verfüllen. Nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Hanusch fertig. Hey, pass auf! Rüpel! Pass auf, mit wem du redest. Kannst du es wagen, mich so anzusprechen? Ich bin ein Adeliger. Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchtet uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land. Ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Und passt auf euch auf. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Jetzt hoffe ich, es vernicken. Wer will sie jetzt los? Warum hat Heinrich denn weiße Haare? Ich habe 85 Groschen gekriegt. Einfach so. Sprich mit Herrn Hans Capon auf dem Vorplatz. Ja, gerne. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch den Nebenquest und Aktivitäten widmen oder einfach die Spielwelt genießen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du zu Herr Capons Gruppe stößt. Hä? Ach, dann verlassen wir das ja hier alles, ne? Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du zu Herrn Hans Capon stößt. Das heißt wirklich, das Ende ist zu Hans Capon gehen und mit ihm reden. Hey! Aber das wollen wir nicht. Das will ich aber nicht. Wartet er jetzt dann für immer und ewig auf mich hier? Wo ist er denn? Das ist doch nicht ein Skarpon. Da ist er. Also ich werde jetzt nicht mit ihm reden, Gottes Willen. Na, die reiten ja zu einer Burg, die gar nicht existiert hier auf der Map. Ich will aber jetzt einfach hierhin reiten. Nur um zu gucken, was es dazu gibt. Willkommen, ich komme bald. Oh. Durchgespielt mit Peppels, ey. Wahnsinn. Wir sind ja nicht mal Schwertmeister geworden. Sehr dichter Wald, ne?
Pferd. Ja. Ja. Und dann gucken wir mal nach so kleinen Nebenquests. Die tun sich ja nicht viel zu den großen Quests. Aber es wäre viel zu schade, das nicht noch ein bisschen zu genießen. Und ich weiß, wenn ich jetzt keine Videos mache, werde ich es nicht tun. Oh, 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 oh. Oh. Na, zu überraschend. Ein Gebüsch hat mich niedergeworfen. Das ist so eine kleine Ortschaft. Die kennen wir doch bestimmt noch nicht, oder? Nein. Hier waren wir noch nie. Wupp. Mal eine Runde jagen gehen vielleicht noch. Obwohl das Jagen nicht so ganz so toll war. Guck mal, da laufen echt Leute rum. Ey, Wahnsinn. Ich bin da. Sehr viel weiter geht's natürlich nicht runter, ne? Wir können die Wolken hier noch wegmachen. Alleine mal mit jemandem reden. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Alter. Verschwinde, du Bettler! Was? Seh aus dem Bettler? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Alter, ich töte dich gleich. Der unfreundliche Kreaturen. Eine Mühle. Ich will den Bach runterreiten und dann nochmal hier so durch den Wald Richtung Ratei. Und dann gehen wir mal gucken, wo wir noch eine Nebenquest kriegen können. Was ist das? Ja. So, hier geht es tatsächlich noch im Wald rein. Nicht so richtig. Boah, ist das hübsch. Ne, irgendwann sagt er ja, kann ich weiter, aber das ist egal. Rataya Wälder. So. Da irgendwo so ein. Wow, das sind aber wirklich fette Wälder. Und hier sogar ein Weg. Was ist da unten? Also das ist ein richtig fetter Wald. Na, hier ist der Bach. Mitten Weg. Könnte fast eine Höhle sein. Wir haben auch noch Schatzkarten. Die müssen wir unbedingt auch noch lesen. Also ist definitiv ein Trampelpfad. Ich bin ja nicht blöd. Mann, Specht, hör ich. Vielleicht finden wir noch ein cooles Easter Egg oder sowas. Das ist eine hübsche Ecke hier. So abgelegen. Sühnenkreuz. Also Sühnerkreuz. Ne, Sühnekreuz. Ich folge den Weg einfach mal. Der ist ja nicht umsonst hier, ne? Da, ein verlassenes Haus. Da gibt es oft Kisten. Ein Fresspott. Ein Krug. Wer lässt denn ein Krug liegen? Seid ihr denn verrückt? Du hast einen interessanten Ort entdeckt. Ja, aber was denn? Nix. Der ist doch nicht interessant. Ist doch einfach nur Schrott. Ein Stiefel. Und ein Skelett. Echt komisch, ne? Ich glaube, ich habe einen Kannibalenstamm gefunden oder sowas. Aber warum hat der Baum einen Stiefel an? Das dürfte, es ist müde, tatsächlich der äußerste Rand der Map sein. Nee, das wird da eigentlich noch weiter runtergehen. Ich weiß nicht, die Wolken kriegt man nicht weg. Aber doch, man kriegt eigentlich alle Wolken weg, ne? Einfach mal schauen. Ich bin ein Adeliger. Ich laufe weiter auf meinen Punkt zu. Hase! Aber die Jagen macht keinen Spaß. Wir fingen sie so seltsam. Doch, die riss alle fucking Wolken weg. Boah, jetzt sind da bestimmt mega geile Sachen noch versteckt. Muss ich mir mal googeln? Mal durchgoogeln?
Oder ihr habt vielleicht ein paar Vorschläge, wo wir mal hin können. Das ist ja gerade das blindes Rumlaufen. Nein. Also das ist zum Beispiel ein Versteck. Boah, sehr schwer, werde ich nie schaffen. Das sagt jetzt schon, das Schloss ist zu kompliziert. Ja, das geht einfach nicht. Aber darf ich buddeln? Oh ja, Schlossgill. Der ist nicht so gut bei mir, muss ich zugeben. Der ist alles andere als gut. Wahnsinn, ey. Ich weiß, das ist nicht mehr so spannend. Wie gesagt, wir machen noch Nebenmissionen, auf jeden Fall. Wir werden noch ein bisschen Unfug treiben. Und Blumen pflücken. Das hier sieht schön aus. Salbei. Die Frage ist, was ist hier unten in der Ecke? Nichts wahrscheinlich. Eine Menge Pilze wachsen hier auf jeden Fall. Walking Simulator jetzt. Nein, 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 wir gehen gleich nach Ratai. Ratai, glaube ich. Da weiß ich, dass es nur einen Haufen gibt zu erledigen. Hm. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratz, ich glaubt, ich wäre weggelaufen. Das ist die Ecke. Weiter geht's nicht. Tatsächlich nicht. Na, hier haben wir zum Beispiel noch einen Questgeber. So, wir reisen jetzt mal schnell hin. Ach du Scheiße. Der ist ja mal richtig schnell im Wald. Ich musste einmal gucken, ich war neugierig. Deshalb lachen wir die ganze Zeit auf die Zunge. Was ist da unten im Wald? Was zum Geier ist mit meiner Freundin? Was ist mit Theresa? Wir haben einmal geschnackselt und das war's. Das soll es gewesen sein. So. Boah, Salam. Durchs Unterholz. Boah, sie muss einmal außen rum gehen. Wie doof ist denn das? Jetzt aber komm. Beschleunige. Ernsthaft? Ja, da bin ich ja schneller zu Fuß. Wenn ich selber gehe. Warum? Warum ist er so langsam? Das dauert ja Ionen von Zeit. Feind. Gerne. Da kommen wir wenigstens raus aus dem Fenster. Da kann ich lieber so rein. Alarm? Wo bin ich denn gelandet? Gelandet. Das sind eigentlich mehr. Was ist das für ein Lager? Hier drüben. Wo sind alle? Schnell! Das sind irgendwelche Bauern. Hey, wer ist da? Okay. Die schlagen zwar Alarm, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wer das ist. Ist auch wieder sehr schwer, oder? Oh, warum ist immer alles sehr schwer? Okay, irgendwas speichert ständig dieses scheiß Experience. Oh, ich kann den Pferd klauen, ne? Pferd durchgehen lassen. Boah, was ist das denn? Hat sich das teleportiert? Aber wir haben irgendein Banditenlager entdeckt hier. Nichts. Ich könnte schlafen. Ne, nicht im Lager der Banditen. Oh, Fliegenpilze. So, ein paar leichte Schlösser wären noch top zum Lernen.
So, sind die Leichen. Die zwei. Der hat ja nicht mal gewehrt, der arme Kerl. Was ist er denn? Dietrich, brauner Filzhut, ein Appel, ein paar Groschen. Der Rest interessiert mich. Ja, 30 Pfeile. Na, den Bogen nehme ich auch mal mit. Schön. Der andere, der kann doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ich glaube, das ist eine Höhle. Ich habe ein bisschen Bammel. Was ist das? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe die falsche Waffe gezogen. Aus der Box. Nicht! Ist der bescheuert? Der weicht aus? Was kommt denn? Kunde! Zu den Waffen! Hier rüber! Was weiter? Schwertfähigkeiten verbessern. Stich. Quest erklärt, tötet den Anführer des Lagers. Gnadenstoß. Wam. Kriegst du einfach so Quests, ohne dass du sie angenommen hast. Aber die hauen immer ab, die Idioten. Ich glaube, das steht da. Am Arsch der Welt. Das ist ein Pferd. Jetzt hat das geschnallt. Oh Gott, bin ich ein Bogenschütze. Bleib doch mal da schön stehen. Das sind Schießübungen. Stehen bleiben, Polizei! Weiter können wir doch nicht gehen, Mann. Das führt mich doch in irgendeinen doofen Wald rein. Gib doch mal Ausdauer wieder. Auf jeden Fall der Schiss. Der läuft schnurgerade. Den muss ich doch treffen. Oh, oh, oh. Oh, den habe ich zweimal getroffen. Wer war das? Ein Kummer, ein Ohr eines Banditen. Mein Pfeil. Mein Spitzpfeil. Meine Wundpfeile. Ein Silberring. Da ist es langweilig. So. Hier ist noch ein. Hier sind aber eine Menge Lager. Wo bin ich denn jetzt genau? Mal gucken. Am Arsch der Welt. Oh. Den habe ich aber nicht auf dem Gewissen. Leicht. Oh, guck mal. Kann man ein bisschen üben. Aha. Darf ich loslassen? Wow. Wow. Das ist eine geile Kiste gewesen. Was ist denn das hier? Ein Hexentyp oder was? Alter, was war denn das für ein Hammerschwert? Nahrung, Waffen. Edles Schwert. Im Gegensatz zu dem, welches wir erquickt. Mega viel besser. Und ich darf es auch benutzen. Cool. Hat sich jetzt schon gelohnt. Kannst du mir leider nicht angucken. Also sie sieht ja edel aus, muss ich zugeben. Das bisschen was hier, das ist ein anderer Kochtopf. Hier ist was anderes zu essen. Es ist mal was anderes zu essen da, aber ich kann es nicht essen. Oh, der hat sich Oh. Er hat sich eindeutig vergiftet. Er wollte mit seinem Leben Schluss machen. Und das hat er auch getan. So, gut. Danke für deine tollen Sachen. Überall in der ganzen Welt lässt sich noch was entdecken. Wenn ihr ein bisschen was wissen, auch irgendeine Idee habt,
wo wir da noch was entdecken können. Dann schreibt das in die Kommentare. Wir gehen auf der Suche danach. Wir entdecken noch mehr. Guck mal, da hinten ist noch eine Hütte. Wo guck ich überhaupt hin? Na gut, da waren wir. Das ist ein Neuhof. Das ist nicht wirklich neu. Doch, ha, es ist Neuhof. Wo bin ich denn gerade lang gegangen? Ach, scheiß drauf. Jetzt haben wir ein verdammt starkes Schwert gefunden. Also das habe ich noch nie im Handel gesehen. Edles Schwert. Tatsächlich nicht. Aber wenn er sich jetzt immer so langsam über die Map bewegt, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Weil ich wollte ja eigentlich nach Atai. Ah, Gott sei Dank. Das Ganze geht ein bisschen schneller. Und noch eine kleine Nebenquest mit euch machen. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Und ich denke mal, da kommen noch Updates, vielleicht noch DLCs und sowas. Das könnte ganz spannend werden. Aber eine neue Map wird etwas dauern, glaube ich, weil das ist schon sehr, sehr umfangreich, so eine Map hier. So, jetzt auf zu dem Stern. Da war ein Questgeber. Es gibt ja noch viel mehr Sachen. Also es gibt ja nicht nur Questgeber, es gibt noch interessante Ideen und was weiß ich nicht was. Also wir müssen uns einfach mal umschauen. Wenn die Mission nicht Flüge das Feld sind, dann bin ich ganz glücklich. Wie geht's dir, Heinrich? Mir ganz gut, wer bist denn du? Wolfram Bruder, reden. Es fehlt auch der Gott Druck. Gott sei mit dir. Wegen der Teil, nein. Es fehlt auch der Druck der Hauptquest. Warum nicht hier? Guck mal, ihr müsst ein bisschen besser aufpassen mit euren Sachen. So. Markieren wir das mal. Das sieht man sonst nicht. Wir haben hier die Scheiße. Hier. Ja, ich brauche mich das nicht markieren, ne? Questgeber. Quest. Hinweisgeber für eine Quest. Okay, und hier ist auch nochmal. Okay. Der Herr Capone, der Hans, der wartet brav auf uns. Und so richtig zu Schulden kommen lassen haben wir uns ja auch nichts. Den ganzen Verlauf. Wie kann ich behilflich sein? Hört her, ihr Leute! So. Außerdem haben wir ja noch neben Quest, fällt mir gerade mal spontan ein. Vergeltung. Mein Zuhause wurde zerstört. Da. Finde Marquardt von Aulitz und rächt deinen Tod. Rächt deinen Tod. Aber wo? Vielleicht müssen wir den immer noch finden. Ich weiß es nicht. Auf der Karte wird uns aber nichts gezeigt, ne? Immer so aus reiner Neugierde. Nur die Nebenquest. Markus von Aulitz. Der wird doch über alle Berge sein. Boah, wir haben noch so viel zu entdecken. So, wen muss ich denn da anquasseln? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Bestimmt den Wirt. Ja, das ist definitiv der Wirt. Gott schütze dich. Ja, ja. Dich auch. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, denn es ist der Henker, der Hilfe braucht. Jedenfalls habe ich so gehört. Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber je mehr sie ihn meiden, desto mehr schwätzen sie auch über ihn. Wo finde ich den Henker? Ich darf nichts verkaufen. Hier Brandwein. Der hat nur 150. Muss ich aufpassen. Edler Wein. So. Bisschen was kassiert wieder. Der Henker. Ja, wo zum Henker finde ich den Henker? Na, wir haben da oben noch einen Stern. Ups, falscher Knopf. Na, guck mal da unten. Da ist auf jeden Fall der Henker, ja. Das ist ja auch der, von dem wir... Der hat eine Aufgabe für mich. Das war die erste Quest. Hier haben wir auch nochmal einen Aktivitätengeber. Ich gehe aber erstmal hoch, weil das jetzt also nah ist. Zu dem Sternchen.
Okay, ist er, der sich bewegt. Wildhüter. Okay, der will wahrscheinlich, dass ich irgendwelches Wild bringe. Beste Grüße. Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, ja. Also, pass gut auf. Das habe ich noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Deswegen schießen wir auch wieder letzte Lappen. Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Bin ich denn schon Stufe 5 bestimmt, ne? So viel Bogen geschossen. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Also, das geht auch schon. Also, pass gut auf. Mann, das sind Lektionen. Lektionen fürs Leben sind das. Aber 10 sind wir niemals. Niemals sind wir Stufe 10. Kannst du mich im Bogen schießen? Ja, nur gegen Silber, bla bla bla. Naja, schaffen wir. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Geht nicht. Vielleicht nächste Mal? Was ist mit Jagen? Ich wäre gerne ein Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Aber was bringt mir das denn? Also, pass gut auf. Was bringt mir das denn jetzt, Jagen? Ist das dein Ernst? Ja, volle Pulle. So. Oh, es wird kalt, ich habe Fenster aufgemacht für frische Luft. So, üben. Jagen. Ich wäre gerne... Selbstverständlich. So viele Skillpunkte, die ich noch gar nicht benutzt habe. Ich möchte über die Grund... Gut, aber... Also, pass... Neue Stufe erreicht. Jagen. Also wir sind keine Loser mehr. Ich will noch Meister im Schwertkampf werden. Das wäre noch mein Ziel. Warte mal, jagen, aber das ist unmöglich, dass wir da schon Stufe 10 sind. Ich möchte meine... Zuerst ja, muss... Ja, okay. Ich... Was hast du denn zu handeln? Also er hat verdammt gute Bögen. Boah. Warum ist das? Das ist doch derselbe Bogen. Maximale Stärke 15, maximale Agilität 10, Kraft 77. Wisst ihr was? Ich hole meinen Eibenbogen. Das ist ja wohl stärkste, den ich bis jetzt gesehen habe. Schatzkarte habe ich selber. Und ein paar Pfeile dazu. Waffen? Hochwertiger Pfeil, Jagdpfeil, Langstreckenpfeil. Oder war das der? Nee, ne? Nein. Wo hast du einen schlechten Bogen, habe ich in der Tasche? So, und dann Satzpfeile. Oh. Also wenn ich damit nicht ein guter Schütze bin, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt erst geskillt. Was hast du denn noch? Ich wollte noch irgendwas anderes. Ich wollte ja gucken, ob der einen Job für mich hat. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Also nicht gehört. Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das trifft auf mich zu. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Uh-oh. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Oh. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so.
Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ja. Hab's mir gemerkt. Und hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Aber Vranik? Vranik war doch da oben, da unten. Das böse Dorf. Ich bin gespeichert sogar. Hier. Oh nein, stimmt, der geht ja mal ganz außen rum. Spazieren, spazieren, spazieren. Ich würde jetzt auch einen Überfall noch mitnehmen. Hätte ich jetzt Bock drauf, muss mein Fenster mal zu machen, wie zu kalt. Den Abends ist es noch frisch. Es regnet auch. Ja, Himmel, Herrgott. Überfall auf den Weg. Den nehmen wir mit. Anhalten. Den nehme ich mit. Mach mich kaputt. Oh. Ich verstehe. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Kampf zu tun, ja, die Quest. Was? Ja. 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 Zwei, fertig. Bitte. Und wir haben Schilde. Aha. Oh. Mago, lag da Hatte Pfeil im Gesicht, Trick. Muss mal gucken, wie meine neuen Fähigkeiten so sind. Die machen ganz schön Aua. Hat sein Kumpel geschlagen. Wow. Meine Ausdauer. Wow. Alter, das finde ich immer so dumm, dass die so schnell hinterherkommen, ne? Oh, der macht aber Damage. Auch Ausdauer. Scheiß Rüstung, ich komme nicht durch. Oh, der hat gesessen. Ausdauer. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich renne nun. Kann nicht mehr rennen. Was? Der war voll der Hit. Hä? Schieße ich mit Platzpfeile? Hä? Oh, ich habe schon gespannt. Aua. Hä? Sag mal, wo schießt er denn hin? Jovan, eile, Veladom, Vilagos. Ja, sag ich auch. Ich war mir schon sicher, dass ich nicht sterbe, aber das war schon kacke, ne? Retterschnaps, Ringelblumen. Oh nein! Ah, schon doch ein bisschen schwierigere Gegner, ne? Ein Metallschild, ey, spielt nicht schlecht. Deine Brezel, deine Talas, meine Pfeile, deine Verbände. Überladen? Nee. Okay, wir sind immer noch auf dem Weg nach Vranik. Boah, die waren aber schwer jetzt, ey. Gesundheit ist wieder voll. Ach, wir haben auch noch Nacht, verdammt. Vranik ist ja komplett erobert worden von uns. Der Pfeil im Gesicht-Trick. Der klappt immer. Wo sind da die Kiefern? Ich sehe sie nicht auf der Karte. Ich sehe da oben Kiefern. Das könnten welche sein.
Ein ganzer Berg voller Kiefern. Das wird gar nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle, glaube ich. Warum sieht er die Tannen? Das ist ja so eine Art Tanne. Ich habe das schon mal gesehen, ich weiß das. Vielleicht gibt es uns ja auch einen kleinen Tipp auf der Karte. Nee. Ein ganzer Berg voller Kiefern. Also da sehe ich nochmal einen. Das ist aber nicht Vranik. Vielleicht auch noch mitten im Nebel des Grauens hier. Hab ich einen Bogen in der Hand? Weg damit. Ist Vranik zu? Glaube ich nicht. Ich darf nicht mehr im Vranik rein. Brennnesseln. Ach, jetzt bin ich überladen. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich, weil ich müde bin. Ja, nicht so was Teures wegwerfen hier. Was heißt wegwerfen? Ach, jetzt ist egal, jetzt lasse ich es fallen. Fupp. Ich weiß, wie Kiefern aussehen, aber ich sollte es am Tag sehen. Und nicht mitten in der Nacht. Was ist das, ein Schirmling? Gib mir Schirmlinge. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Bett finde. So in der näheren Umgebung. Es ist stockenduster. Ich laufe einfach um Vranik rum. Und wir hören auf Piepmetze. Das ist eine Nachtigall. Das wird ja passen. Das könnten Kiefern sein. Aber das sieht von der Rinde nicht so aus. Boah, was ist denn da hinten noch für eine Burg? Aber ich habe was gehört. Das ist aber keine Kiefer. Das sind Kiefern, oder? Kiefern riechen so schön. Alter. Aber ist doch kein... Wo ist denn der Scheiß? Er hat fallen gesagt, hat er. Gift. Da. In die Satteltasche fallen lassen, aber. Die kann man bestimmt irgendwo hinlegen, ne? Ich guck nochmal ganz kurz auf der Map. Hier bin ich jetzt. Also, das ist aber schwer, ne? Also, Kiefernwald bei Vranik. Ich hab's gerade pfeifen gehört. Ich weiß, es ist saudunkel. Das ist Rateilen, ne? Keine Fackel dabei. Außerdem will ich mein edles Schwert mal ausprobieren. Das sind keine Kiefern, das hier. Glaube ich jedenfalls. Im Dunkeln ist das schwer zu erkennen. Eigentlich haben die so... Das passt aber von der Rinde her. Bisschen heller zwar.
Das sind immer beide, ne? Guck mal. Zapp. Da waren Pfeifen, aber nur... Ich sehe nichts. Aber wie setzt man die ein? Das ist das Doofe. Da oben pfeift, wie bekloppt. Laufe ich direkt auf Randig wieder zu? Nein. Ich denke mal, die hört man auch am Tag, ne? Aber trotzdem bin ich hier in den Kieferwald, der besprochen wurde, mit Sicherheit. Und ich habe keine Ahnung, wie man diese jetzt einsetzt, die Käfige. Da waren sie. In die Satteltasche fallen lassen? Nee. Wo ist sie hin? Fallen lassen ist aufstellen? Wie soll man denn selber darauf kommen? Kräuterkunde! Wir haben so einige Punkte noch, ne? Die ich noch nicht vergeben habe. Spieler. Stärke. Wildschwein. Warte. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn bei den Spurten anrempelst. Finde ich voll langweilig. Mit Schwung. Deine Angriffe verursachen zwar mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer. Gilt für alle Waffen, die auf Stärke basieren. Geil. Deine Angriffe verbrauchen 30% weniger Ausdauer, verursachen aber 20% weniger Schaden. Nee. Wenn du einen Kampf erfolgreich ausweichst, sinkt die Moral des Gegners. Deine Chance auf einen guten Würfelwurf erhöht sich. Jagen. Trophäen. Du kannst einigen Tieren die Zähne entfernen. Du kannst toten Tieren die Haut abziehen. Du kannst erlegten Wildtieren die Innereien entnehmen. Warum das denn? Das hört sich cool an. Zähne. Kräuter sind ja schon Stufe 7. Lesen 6. Okay, Schwert. Ach, das dauert noch ewig, bis wir Stufe 15 werden. Mann, das ist so dunkel, ich will... Warten. Das ist mir zu finster. Kannst du ja überhaupt nicht sehen. Und wenn ich stehe, verliere ich keine Energie. Was ich sehr cool finde als Buff oder als Perk. Tick-tuck, 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 tick-tuck. So, jetzt wird es wieder hell, kann ich abbrechen. Dauert trotzdem so lange. Bin sofort wieder da, während es Stunden für Stunden lädt. So, ich habe mich nicht bewegt. Jetzt müsste die Falle vor meinen Augen sein. Was? So soll das ja. Ne, ich habe mich bewegt, ne? Scheiße im Dreck. Ja, die rollt doch den Berg runter, wenn ich hier was hinlege, oder? Das ist auf jeden Fall der Wald. Muss ich jetzt 3 wiederholen, dann habe ich ein Problem. Ja, das ist der Kiefernwald. Sehr abschüssig. Hier wird einen gehört. Das
etwas, ja. Man muss immer mal wissen, wie sich eine Nachtigall anhört, ne? Das wäre vorteilhaft. Wenn ich jetzt einen Käfig wieder rauswerfe. Da. Fragen über Fragen. Der wird nicht kommen, wenn ich daneben stehe, oder? Auf jeden Fall verbummelt. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das ein Kiefernwald ist. Boah, was eine schwere Aufgabe. Das wäre eine Hauptquest gewesen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, das ist kein... Was? Der Stein. Zu heftig. Mein Gott, nee. Das ist ja wie eine Taube. Das ist ein Hund. Ja, einen Käfig habe ich verbummelt. Ist weg, war er. Naja. Ist das eine Taube? Vermute ich mal. Ja, das sind doch fette Kiefern, oder? Ich hab das Geräusch schon wieder vergessen, die machen. So schwer macht er uns das niemals. Salbei noch ein bisschen. Oh, das edle Schwert, habt ihr gesehen? Das ist wirklich ein sehr edles Objekt. Haupthand, ja. Ah, ich finde die Mission kacke. Boah, wie viel HP verloren? Ein Stück abgerutscht bin. Keine Chance. Wir machen noch mehr, keine Sorge. Wir flitzen mal ganz schnell nach hier und machen eine Runde Bubu. Obwohl, wir können auch hier morgen weitermachen. Das speichert ja jetzt automatisch. Haben sie ja geändert. Hier im Wald. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Bis dann.